Hier drüben im Matsch. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer frisch radioaktiv verseuchten Folge Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint in der Closed Beta. Wir befinden uns hier nach wie vor auf der wunderschönen Insel Aurora, aber die ist auch verdammt gefährlich, denn hier gibt es überall Gegner. Aber das hilft ja alles nichts. Wir müssen zur nächsten Absturzstelle und die ist da drüben. Aber ich glaube, in die Richtung werden wir erstmal auf keinen weiteren Gegner treffen. Naja, aber mittlerweile haben wir zwei coole Waffen. Und alles weitere wird sich dann ergeben. Boah, schön, ne? Dass wir immer noch mit Matsch bedeckt sind. Dass sich das nicht sofort löst. Eine Sekunde mal, das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Hat der gerade seine Nase ausgerotzt? Genau, das wollte ich checken. Ey, warte mal. Cool. Wir können es tatsächlich so ein bisschen waschen, wenn wir wollen. Ne? Nur so eine kleine Randnotiz. Aber trotzdem ein immersives Spielfeature. Auf. Some of you have got to be alive. Ja, irgendwer muss doch überlebt haben von unserem Trupp. Irgendwer. Stormcloud 1-1, this is Weaver, come in, over. This is Weaver, come in, over. Anything? Ugats. Whoa! Holy moly! Die sehen aber düster aus. Walker. Shall we, Weaver? Na klar, das ist doch der Typ aus The Walking Dead, na klar. Mit dem haben sie das Spiel ja so groß beworben. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Gefahrenzone, Ausstattungsstufe 150, Gegner mit hoher Stufe, Tutorial ansehen, machen wir. So, gefährliche und sehr gefährliche Gegner haben eine entsprechende Markierung über ihren Köpfen. Okay. Gegner mit hoher Stufe rüsten neue Waffen und Ausstattung aus, um ihre Ausstattungsstufe und allgemeine Stärke zu verbessern. Achso, das sollten wir jetzt noch nicht anpacken, gehe ich mal ganz stark davon aus. Wir haben gerade keine anderen Waffen, deswegen, naja, sollten wir uns nur vorsichtig diesen Gegnern uns widmen. Wir müssen da jetzt noch nicht hin, nein, nein. Wir müssen da noch nicht hin. Ich gucke mir lieber mal die andere Absturzstelle an, weil das packen wir nicht. Das würden wir jetzt nicht überleben. Aber ich lasse die mal markiert. Ich bin sehr neugierig, wie lange die markiert bleiben, wenn ich mich jetzt hier von dieser Gefahrenzone wegbewege. Warte mal, da ist noch ein Pluszeichen. Immer schön vorsichtig. Irgendwann nehmen wir es mit denen auf. Irgendwann einmal. Aber jetzt noch nicht. Spritzen sind voll, sehr schön. So muss das laufen. Also erstmal zur anderen Absturzstelle. Und dann können wir ja immer noch wieder zurück. Und die Spritzen merken wir uns, falls wir die später brauchen. Ey, es sieht echt schön aus. Ich habe erst so innerlich gezweifelt. Naja, Also so fasziniert war ich ja von The Division, weil es halt ein postapokalyptisches Szenario ist und die sprechen mich persönlich immer sehr an. So ein urbanes postapokalyptisches Szenario ist eine feine Sache für mich. Aber hier fühle ich mich auch gerade ganz wohl. Hier kommt richtiges Naturfeeling auf. So, das sind die nächsten. So, Uno, den haben wir schon. Hier ist noch einer. Drei Stück sehen wir hier gerade. Ich glaube, es sind auch nur drei. Vorsichtig. Nee, hier sind noch mehr, verdammt. So, erstmal Auskundschaft. Oh, da fährt ein Zug. Ist ja super. Ist ja super. Okay. Wie gehen wir das am besten an? Ich glaube, das braucht man am Anfang gar nicht so taktisch hier angehen, aber ich möchte mich so ein bisschen reingrooven, ne? Das macht die ganze Sache für mich immersiver.
Kriegt ihr das mit, wenn ich den hier abschieße? Ja, offensichtlich schon. So, haben wir dort noch was abbekommen? Oh, cool! Haben wir ein Scharfschützengewehr bekommen? Woher kam denn das jetzt bitte? Einfach so aus dem Nichts? Und ein neuer Fertigkeitspunkt obendrauf. Klassenaufwertungen. Tutorial ansehen, na klar. Dafür sind wir ja heute hier. Jede Klasse kann bis zur Stufe 10 aufsteigen. Oh, können wir dann die anderen dann auch noch ausbauen? Das wäre ja nice. Öffnen Sie mit F die Detailseite, um weitere Informationen zu Ihrer ausgewählten Klasse zu erhalten. Ja, machen wir bitte. Machen wir bitte. Oder gleich. Klassenaufwertungen. Mit Leertaste heften Sie die Herausforderungen an, die Sie abschließen müssen, um den nächsten Rang zu erreichen. Okay. Challenges quasi. Wir befinden uns jetzt hier in der 2. Okay. Nach wie vor die gleiche Klassentechnik. Der Panzerbrecher. Kontrollierter Atem. Plus 100%. Da muss ich nochmal gucken, was das war. Aber das wird mir sicherlich gleich nochmal angezeigt, womit ich die Luft anhalte. Beim Ziel mit dem Scharfschützengewehr. Geh mal zurück bitte. Fertigkeiten. Wir haben einen Fertigkeitspunkt und möchten Erfahrungsaufwertung. Das finde ich ziemlich praktisch, glaube ich. So, jetzt geht er wieder hier hin. Nee, dann nimm mal einfach. Sehr schön. Ich glaube, wir bekommen dann einfach... Ja, wir bekommen einen EP-Bonus. Sehr schön. Wunderbar. Nehme ich gerne. Und jetzt wechseln wir erstmal unser Gewehr aus. Okay, wir brauchen nach wie vor dann ein automatisches Gewehr für haarige Situationen. Aber auf die 1 kommt dann natürlich ein Scharfschützengewehr. Wie soll es anders sein? Das möchte ich jetzt mal kurz durchmodeln. Farbe als allererstes möchte ich bitte haben. Wir nehmen mal das dunkle Braun. Sehr schön. Entschuldigung, geh. Haben wir eine andere Menü? Ja, tatsächlich. Natürlich ein Schalldämpfer. Aber noch keine andere Schiene oder so, ne? Das müssen wir erst alles später noch lernen, wie das Craften hier vonstatten geht. Visier Dual Range. Sowohl eine offene Optik für große Entfernungen als auch ein Leuchtpunktvisier zum Wechseln umschalten. Ach, das dafür können wir jetzt. Dafür können wir jetzt diese Umschalttaste benutzen. Haben wir noch vielleicht ein anderes Visier Spaß dabei? Hochleistungsoptik mit stärkster Vergrößerung. Das will ich haben. Ich will aus Kilometern Entfernung möchte ich den Gegnern die Nase kitzeln können. Ja. Nice. Cool. Genau so soll es sein. Sehr schön. Und das ist jetzt die Nummer 1. Die 2 muss ich noch auf automatisch halten. Zack, die 2 bitte auf automatisch. Mit B war das, ne? Nee, Quatsch. Mit X. Schöne Sache. Okay. Alles klar. Für die nähere Umgebung nutzen wir dann natürlich unsere Maschinenpistole, die Munition schön mitnehmen. Uns geht's gut. Wir haben nicht viel abbekommen von den Gegnern gerade eben. Und da ist auch schon die nächste Kiste. Vielleicht mit der nächsten großen Waffe. Ach ja, die Challenges, wo sollte ich ja noch mir anpinnen für meine Klasse. Wo ist denn das? Das sind die Fertigkeiten. Okay. Schiebe ich jetzt erstmal auf. Das wird uns wahrscheinlich noch früher oder später dann auffallen, wie das geht. Untersuchen bitte. Mayday, Mayday. This is Ghost Lead. Does anyone read? 555, Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. This ghost still breathing? Ghost Lead, you can taste the white rabbit. We'll run with the Red Queen. Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Understood. Ghost Lead out. Mega. Alles klar. Ruinen haben wir hier also auch zu erwarten. Und das wäre dann da hinten.
Okay, Einsatzziel abgeschlossen. Sehr schön. Erreichen Sie die antiken Ruinen. Der Pfad, der zum Twin Falls Mountain führt, beginnt hinter den antiken Ruinen. Haben wir ja alles. Ne, die Kiste wollen wir noch mitnehmen. Medikits haben wir ja ohne Ende. Granaten haben wir nach wie vor. Auf geh. Warte mal, wo ist denn die Kiste hier? Da ist er. Oh, noch ein Scharfschützengewehr. Das wird ja immer besser. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Was nehmen wir denn jetzt hier? Okay, vom Handling her besser, aber das dritte, was auch immer das sein mag, ich glaube, das ist Präzision. Ich glaube, das ist nicht ganz. Das Zielgenauigkeit ist oben, schätze ich mal. Schade, dass das hier nicht angezeigt wird. Bei der Division wird das immer sehr schön mit dem Namen deklariert, aber hier gerade nicht. Aber, Es ist nur vom Handling halt ein bisschen besser. Alles andere wäre sonst schlechter. Deswegen, genau. So. Okay, nee, wir bleiben bei dem. Finde ich in Ordnung. Ach, das wird wahrscheinlich Distanz sein oder so. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal nachchecken irgendwann. Das wird sicherlich irgendwo nochmal genauer erklärt. So, dann wollen wir mal. Haben wir wirklich alles mitgenommen? Hier sind so viele Symbole auf dem Radar. Kannst du das mal ausschalten? Dankeschön. So, jetzt checken wir erstmal die Lage. Scharfschützengewehr. Wir sollten nicht auf den... Oh, die kommen hierher. Die kommen hierher. Verdammt. Spring! Ja, genau. Schön darin sühlen. Dann können die dich nicht riechen, mein Freund. Oh mein Gott. Okay, die sollte ich nicht einfach abballern. Sind da noch mehr? Nee, das ist der ganze Trupp. Okay. Der ganze Trupp ist das. Fürs Erste. Ich glaube, die können wir großräumig umgehen. Auswählen tue ich jetzt aber mal mein Assault Rifle, weil, naja, ne, weil sie dann doch wollen. Wenn sie ballern wollen, können sie ballern. Also ich bin bereit. Ich hoffe ja auch. Manchmal ist Schießen nicht die beste Option. Wobei mit der Granate, die haben wir auch noch nicht ausprobiert. Ach, die gehen einfach rein. Pff, na gut. Wenn ihr das so wollt, kriegt das. Ich hoffe, hier steht keiner rum sonst weiter. Und dann klauen wir uns natürlich ein Moped, weil das hier geht in dem Spiel. Ein schönes Mofa. Obwohl ich keine Ahnung habe, wie man damit fahren soll. So, Handbremse, Licht, umsehen. Cool. Oh, oh, die fahren sich ja wie Panzer hier, die Dinger. Vorsichtig. Verlassen, bitte. Haben sie mich schon gesehen? Offensichtlich nicht. Ansonsten wären wir jetzt einen Kopf kürzer. Oder zwei. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Atem anhalten. Wo? Zeigt er mir gerade nicht an. Die Visierung können wir auch gerade nicht ändern. Aber ist eigentlich ziemlich präzise, muss ich sagen. So leichtes Mini-Auto-Aim. Finde ich in Ordnung. Bleibt immersiv. Oh, guckt euch mal das Dorf an. Ist das nicht niedlich? Voll cool. So, die holen wir uns jetzt mal. Einen nach den anderen. Erreichen Sie die antiken Ruinen. Ey, ist das schön. Hier kann man richtig was entdecken in dem Spiel. Ruhe! Und schon wieder eine Stufe. So, hat der andere das mitbekommen? Noch nicht. Noch nicht. Skill Credits. Mhm.
USA! Sehr schön. Easy peasy. Ich glaube, ich nehme das Spiel noch zu ernst. Gerade hier am Anfang. Aber das wird bestimmt noch richtig herausfordern. Aber naja, ich fühle mich hier gerade wie ein blutrünstiger Krieger. Ist in Ordnung. Gefällt mir. Jetzt gucke ich mir noch hier schön das Dorf an. Das haben die bestimmt alles mit ihren eigenen Händen gebaut. Gibt es hier was Spannendes vielleicht? Cool. Ja, wahrscheinlich aus immersiven Gründen verschwindet dann in so einem Dörfchen auch gerade mein Radar, meine Minikarte. Ja, wer weiß, vielleicht können wir später hier mit Eingeborenen kooperieren oder so. Vielleicht ist das dann in der Vollversion gar kein leeres Dorf. Darauf würde ich jetzt zwar meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn das dann so wäre. Okay, weiter geht's. Moped oder Auto? Wir nehmen mal das Auto. So. Ich hoffe, das Ding fährt sich nicht wie der Warthog bei Halo. Platzwechsel geht intern, sehr schön. CCC. Kann ich auch nach hinten vielleicht? Nee, ich kann nur da... Doch. Nee, kann ich nicht. Aber ich kann dann aus dem Auto rauszählen. Das ist natürlich ganz klar. Eine ganz coole Sache, wenn man dann im Koop spielt. Aber das werde ich nicht. Ich werde dieses Spiel im Solo genießen. Als Solist im Singleplayer. Wow. Das wirkt jetzt schon anhand von diesem kleinen Stückchen so riesig, dieses Spiel. Guckt euch mal diese Insel an. Mega. Gut, da wird vielleicht auch so ein bisschen rechts und links Leerlauf sein, aber das wird ja dann durch so eine schöne, oh, durch so eine Naturstimmung untermalt, ne? Nicht überall im Wald sind Menschen, also meistens nicht. Sind da Gegner? Da ist ein Fragezeichen, das muss ich mir angucken. Stopp, steig aus mit E. 2 bitte. Minikarte bitte wieder an. Ach, die habe ich ausgeschaltet mit Tab. Das ist zum Thema Immersivität. Immersion. Wo ist die Kiste? Hier soll irgendwo eine Kiste sein. Ist hier eine Höhle vielleicht drunter oder so? Ein kleiner Höhlengang. Ich sehe hier keine Kiste. Egal. Gucken wir uns die ganzen Fragezeichen an. Das gehört auf jeden Fall dazu. Ah, da ist eine Kiste. Vorsichtig. Nicht da runterspringen. Das wird nicht so gesund sein. Oh, schön. Oh mein Gott. Schon wieder so ein riesiges Spiel, in das ich mich hier gerade verliebe. Schön. Skill Credits. Damit kaufen wir später Waffen. Da ist ein Frage. Nein, eine Höhle auch noch. Das wird ja immer besser. Wo ist... Habe ich keine Taschenlampe? Was hat der jetzt gemacht? Achso, jetzt hat er den Schalldämpfer abgebaut. Auch ohne zu zielen. Ah, da ist die Kiste, die wir gesucht haben. Tatsächlich. Eine Höhle. Wow. So. Überqueren? Nein. Ich will das lesen da. Das Ding da bitte. Untersuchen. So, Aufklärungsdaten zum Sammeln auswählen. Lagerinfo sammeln. Na klar, machen wir. Fundstück lokalisiert. Lagerinfo sammeln. M, Ansicht. Oh, wow. Okay, Lagerinfo. Im südlichen Teil der Region New Stirling, südlich der Glenorchy Range in der Wildnis. Ach, das sind die Dinger, die ich dann anheften kann. Also mit Leertaste kann ich diese Sache hier anheften. Ist angeheftet. Ja. Kann ich genau. Sehr schön. Jetzt bitte runter und genau da anheften. Cool. Okay, und wo sind jetzt die Fähigkeiten-Challenges? Die ich mir auch anheften kann?
Noch ein Fertigkeitenpunkt, ja. Für den Fallschirm, sehr schön. So kommt eins zum anderen. Warte mal, kann ich mich jetzt schon bemalen im Gesicht? Fett, ey. Das ging vorhin nicht. Das ging vorhin noch gar nicht. Oh, das sieht irgendwie creepy aus. Wobei, das sieht hier ganz cool aus. Nehme ich. Tattoos ging vorhin auch noch nicht. Gesichtdetails. So eine Monobraue wäre nicht schlecht. Nein, lieber nicht. Lieber nicht. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Boah. Krasse Geschichte. Aber nee, ich stehe nicht so auf Tattoos. Also. Ja, die sehen schon nice aus und so. Aber es ist too much für mich. Too much. Ich brauche jetzt noch Aussehen. Krass. So, lass mal den Helm an. Warum auch immer er ihn wieder ausgezogen hat. Ich hoffe, der hat auch eine Schutzwirkung. Klamotten, Headset, Ohrstecker, ja klar. Aber den Helm trägst du trotzdem, ne? Mit dem Ohrstecker, eine Brille oder eine Augenklappe. Ach, da fehlt, da fehlt ein Glas, kann das sein? Oder ist das so? Soll das so sein zum Zielen vielleicht? Nee, da ist ein ganz dünnes Glas auf der anderen Seite auch noch. Oh, eine Oakley-Brille. Ich habe auch eine. Die Augenklappe wäre super. Da muss ich wahrscheinlich wieder echt Geld ausgeben, dass ich die bekomme. Rucksack. Wow. Aber die, das ist nur optisch, ne? Ja, das ist nur optisch. Das hat hier keine Auswirkung auf irgendwie Rüstung oder so. Ist nur... nur Optik, richtig? Ja. Oberteile, T-Shirt, Hoodie. Hoodie! Oder ein Hemd. Oh, das Hemd sieht cool aus. Das nehme ich jetzt mal. Aber der Hemd sieht irgendwie total panne aus. Masken, wow. Das wird alles noch sehr, sehr cool. Nee, ich werde den... Den Helm werde ich wieder ausziehen. Auf jeden Fall. Genau. So, Brille bleibt. Hände sehen ganz nice aus. Mit den Handschuhen. Hose ist cool. Gibt es eine kurze Hose? Noch nicht für uns. Schuhe, vielleicht barfuß. Nichts. Aufnäher gibt es auch schon einige. Nehmen wir mal hier den Killer Skull. Oder Scharfschütze. Dann weiß gleich jeder Bescheid. Nachtsicht haben wir noch nicht. Nahkampf gibt es erst eine Waffe. Wow. Ja, cool. Wir haben uns personalisiert. Was ist das jetzt hier? Charaktere. Ach cool, dann können wir auch andere Charaktere auswählen. Super. Wird ja immer krasser. Ich bin überwältigt. Ich bin überwältigt. Ubisoft, sie haben es mal wieder geschafft. Aber jetzt möchte ich nochmal kurz checken, wo diese Challenges sind. Hier sind die nächsten Fertigkeitsmöglichkeiten, maximale Munitionsmenge und Pistolero. Rüsten Sie diesen Vorteil aus, um diesen Effekt zu erhalten. Bei Einsatz einer Handfeuerwaffe plus 15% Nachladetempo und plus 20% Schaden. Ja, eher weniger. Eher weniger. Eher dann maximale Munitionsmenge. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Oh, komm, guck mal, wir können ja hier hochscrollen. Das ist ja super. Einfach mit W. Habe ich beim letzten Mal nicht gerafft. Naja, da gibt es noch einige Sachen, die ich noch nicht ganz gerafft habe. Und ja... Das wird halt noch dauern, gerade bei so einem komplexen Spiel. Wenn man den losen Vorgänger Wildlands nicht gespielt hat, muss man sich jetzt hier erstmal auf das Neugebiet einlassen. Aber ich finde, wir machen uns ganz gut. Aber das soll es für heute gewesen sein. Meine werten Ödländer mit Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Lasst mir einen Daumen nach oben da, sofern euch dieses Projekt genauso gut gefällt wie mir. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wiederschauen, reingehauen, der Leo. Bis dann, ciao.